Ja, meine Damen und Herren, der zweite Tag vom Global Quantum Symposium 2024 hier auf dem Uptown Basel-Gelände geht am Ende zu. Und ich weiss gar nicht, was ich sagen soll. Unglaubliche Gäste, unglaubliche Insights und unglaubliche neue Informationen sind heute ans Licht gekommen. Und ich würde jetzt gerne mal schauen, was die Gäste hier heute vor Ort zu sagen haben zum heutigen Tag. Herr Bogdan, der zweite Tag vom Global Quantum Symposium ist durch und ich habe jetzt mal schnell ein bisschen die Gäste-Revue passieren lassen. Mir ist aufgefallen, Leute vom Weissen Haus, von der Air Force, vom WEF, von der NATO und von unterschiedlichsten Bereichen. Jetzt muss ich mal wissen, wie haben Sie das geschafft, diese Leute hier anzukriegen? Was haben Sie denen versprochen? Viel Schocki. Ja, ich bin in der Tat, seit wir Quantum Basel gegründet haben, ziemlich ununterbrochen auf der Welt unterwegs. Und ich probiere mit dieser Energie, die ich auch sonst ausstrahle, die Leute mal zu erzählen, was wir hier machen. Und wissen Sie was? Das, was wir hier machen, das kommt überall gut an. Das ist etwas, was es so nicht gibt. Und wenn Sie dann das zugehören und Sie sehen, da ist jemand, der das wirklich auch glaubt und das lebt, dann sagen auch Leute aus dem Weissen Haus zu, dann sagt NATO zu, das WEF. Wir sind in Davos gewesen. Das ist, wir sind sogar beim Klaus Schwab in einem kleinen Workshop gewesen. Das geht. Und da muss man einfach nur auch die Energie haben, das umzuziehen und durchzumachen. Ja, man muss dazu sagen, das findet alles in einem Event-Hub statt, auf einem Areal, das noch gebaut wird, drumherum. Sie haben es heute auch gesagt. Sie haben gesagt, da wird noch drumherum gebaut. Es gibt ab und zu Baulärm. We are building the future. Wie reagieren die Leute auf das? Ja, wissen Sie, der Baulärm ist da. Jetzt hat man zwei Möglichkeiten. Oder? Man kann sagen, ui, was ist da? Und aufhören. Oder man kann es nicht ändern. Also, why worry? Also, dann tut man es lieber ansprechen und sagen, hey, das ist etwas, was wir für euch machen. Und wisst ihr was? Es hat niemand gestört. Und jedes Mal, wenn man ein Bohrgeräusch gehört hat, dann denkt, da wird wirklich gebaut. Dr. Oliver Oberst, jetzt sind Sie hier heute auf dem Uptown Basel gelandet, während das Global Quantum Symposium läuft, schon am zweiten Tag. Was ist Ihr Eindruck vom Areal, das hier am Entstehen ist? Ja. Ich bin heute zum ersten Mal hier. Bin heute Morgen erst angereist und ich war sehr, sehr beeindruckt heute Morgen schon beim Reinfahren. Hab dann auch eine persönliche Führung bekommen vom Areal und ich war sehr sprachlos, was hier in der kurzen Zeit entstanden ist und auch so eine Technologie, eine Technologieführerschaft mit so einem großen Investment hier voranzuschreiten, die Pläne, die hier vorliegen, das ist schon extrem beeindruckend. Warum braucht es auch für die IBM als einen der grössten Player, oder der grösste Player, was es gibt auf dem Markt, genau solche Areale, um eben auch einen Schritt weiterzukommen? Naja, es ist immer wichtig, dass wir lokale Partner haben, mit denen wir eng zusammenarbeiten können. Wir als Technologiebereitsteller und dann eben der Partner, der lokal mit der lokalen Wirtschaft interagiert, mit der lokalen akademischen Gemeinschaft und dann eben auch die Skills hier lokal am Platz entwickelt. Ohne das können wir keinen Markt entwickeln und das ist natürlich das Ziel von Uptown Basel sowie von der IBM und wenn wir das dann zusammen als Partnerschaft machen können, dann ist es genau das, warum wir hier sind und warum wir auch froh sind, dass es sowas wie diese Investments, die wir hier sehen, dann gibt. Wenn Sie jetzt heimgehen und mit einem Kollegen von sich vielleicht in den nächsten Tagen zusammensitzen und ein Bier trinken, was erzählen Sie ihm? Was sagen Sie, was hier am Ende da ist, in Ihren eigenen Worten? Ja, ich werde also auf jeden Fall nochmal Wert darauf legen, dass die Stärke des Partners hier auch bei uns nochmal im Konzern deutlich wird. Und wie viel Wert aus meiner Sicht diese Partnerschaft mit Uptown Basel, mit Quantum Basel hat. Und ja, ich freue mich natürlich auch auf die Storys, die ich erzählen kann, was ich hier alles gesehen habe. Ja, und das ist sehr beeindruckend. Und ich bin vor allen Dingen sehr gespannt auf die Reise, wo das alles hingeht, weil es ist ja noch viel im Entstehen. Und ich bin mal gespannt, wie das Ganze aussieht, wenn dann der nächste Bauschritt fertig ist. Also das wird sicherlich sehr spannend, auch die nächsten Monate, was hier weiter entsteht. Marco Stutz, warum ist es so, so wichtig, hier vor Ort zu sein, für Sie, vor Redstone, am Global Quantum Symposium 2024? Und wie ist die Stimmung? Ja, danke dir für die Frage. Also, sehr gut. Wir sind ja hier, wie letztes Jahr auch schon. Spannend ist natürlich, dass hier alles vertreten ist. Ja? Also, wir haben von der Industrie, was für uns halt super wichtig ist, gerade für die Firmen, in die wir investieren, in Quantum-Firmen, dass sie den Anschluss bekommen, Nummer eins. Nummer zwei, das Ganze zu untermauern mit Akademie.
heute wieder wahnsinnig spannende Vorträge heute Morgen gesehen. Da verstehe ich vielleicht nicht 100%, aber natürlich sehr heiß. Und das Dritte ist für mich halt unheimlich wichtig jetzt auch geworden, was jetzt auch ein Novum ist für dieses Jahr, ist Government Support. Beispielsweise den dänischen Staat hier, mit dem wir darüber sprechen, wie können wir die Firmen, die hier in Basel angesiedelt werden, auch Richtung Nordeuropa bringen. Und natürlich auch ganz wichtig für internationale Firmen, die noch nicht in Europa sind, ist Basel mit dem neuen Projekt jetzt hier ein Tor nach Europa für die Firmen. Und das finde ich halt super spannend, wie die Kombination hier aus den drei Elementen funktioniert. Könnte man, wenn man eine Prognose trifft, sogar sagen, dass hier momentan ein Tor am Entstehen ist, wo die Firmen, die vielleicht die Zukunft werden, verändern wird, rauslassen? Ja, absolut. Ich meine, das ist ja das Ziel von Quantum, ein Riesenpotenzial, was man sich heute noch nicht vorstellen kann. Das ist halt immer genau das Thema mit exponentiellen Technologien, sagen wir mal. Ein bisschen schnellerer Computer ist das eine, dann haben wir Anwendungen, wir haben bessere Grafiken, die wir anwenden können. Aber Quantum ist halt so revolutionär, dass sich das noch keiner vorstellen kann, was das für ein Businesspotenzial oder auch Potenzial für uns, für die gesamte Welt überhaupt bedeuten kann. Und deshalb sind wir hier. Auf dem Uptown Basel-Gelände haben wir in diesen drei Tagen jetzt Leute vom Wissenhaus, von der Air Force, vom WEF, von unglaublich vielen unterschiedlichen Bereichen. Hat Sie das auch überrascht, dass die Leute hier angekommen sind von solchen grossen Institutionen? Anders, überrascht nicht. Ich bin ja die hohe Qualität schon gewohnt aus Basel, was an den Veranstaltungen hier passiert. Aber was mich überrascht, ist, die Leute auch immer wieder kommen und dass natürlich das Quantum Symposium so einzigartig ist weltweit, dass es das immer wieder der Damir schafft, die Leute zu begeistern, hier an den Standort zu holen. Ja, absolut beeindruckend, absolut. Herr Fankhauser, der zweite Tag vom Global Quantum Symposium neigt sich langsam am Ende zu und es hat unglaubliche Speaker auch heute hier vor Ort gehabt, unter anderem auch von der Air Force und von unterschiedlichen Botschaften. Wie fühlt sich das für Sie an und haben Sie überhaupt Zeit gehabt, zum hier zu sein? Ich habe nicht sehr viel Zeit gehabt, zum hier zu sein. Ich renne zwischen Gebäude 1 und dem Event HP und her. Ich komme jetzt gerade vom Duschen. Ich habe mir sogar duschen, das Hemd wechseln. Es läuft so viel. Man kann nicht über alles reden, darf auch nicht über alles reden, aber eins kann ich sagen, das, was wir hier erleben und wenn man mit den Leuten redet, es ist wirklich absolut einmalig. Ich bin geschockt oft, der Thomas Stecheli auch, haben wir das alles irgendwie gewusst? Nein, haben wir nicht gewusst, machen wir es? Ja. Und wie fühlt sich das an, wenn Sie hinter sich über die Schulter blicken und sehen, wie viele Emotionen auch in den Leuten hier vor Ort entstehen, wenn sie hören, wie sehr da über Quanten geredet wird und über die Zukunft und über die positiven Sachen, wie eben Quantentechnologie auch unsere Zukunft kann verändern. Also ich kann das nur sagen, was ich erlebt habe vor einem Jahr. Wir haben den Kongress auch vor einem Jahr und jetzt. Es sind Welten von der Begeisterung. Also die Stimmung hier innen ist völlig anders. Es ist eine Aufbruchsstimmung, es ist eine freudige Stimmung, es ist eine Erwartungshaltung natürlich auch hier uns gegenüber. Wir haben heute Morgen Gespräche außerhalb von diesem Event gehabt. Jetzt komme ich gerade von einem solchen Gespräch. Es ist ein Quantensprung wahrscheinlich jetzt passiert. Jetzt ist es passiert. Weil wir haben auch klar sehen, nach unserem letzten Quantenkongress ist AI gekommen und das verändert die Welt. Also AI treibt und das ist klar, die nächsten paar Jahre wird AI ein Thema sein und alle die AI brauchen werden, Quanten brauchen in 3-4 Jahren, weil das dann einfach die schnelleren Rechner sind. Und die sind hier, wir sind im Zentrum, das kann man anschauen. Ja, es ist wirklich, also ich sage es ja oft, es ist unglaublich, es ist wieder unglaublich. Das kann ich nur unterstreichen, Herr Fankhauser, es ist unglaublich. Vielen, vielen Dank für die Insights und morgen einen guten dritten Tag vom Quantensymposium hier vor Ort bei Uptown Basel.